und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute starten wir direkt in der Küche, denn es gibt eigentlich ein sehr, sehr einfaches Rezept, aber man darf es in der Zeit nicht unterschätzen, denn die Ziehzeit, die zieht sich ein bisschen in die Länge, aber der Aufwand lohnt sich, denn es handelt sich hier um Holunderblüten. Und wenn man Holunderblüten riecht und die pflückt, vor allen Dingen selber pflückt, dann kriegt man richtig, richtig Lust auf dieses Rezept. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los. Also für den Holunderblütensirup brauchen wir einmal 20 Holunderblütendolden. Die haben am besten vorsichtig mit einer Schere abschneiden, diesen dicken Stängel entfernen, sodass man quasi nur die Blüten hat. Und was auch noch wichtig ist, man darf den nicht waschen. Also ich habe den quasi kopfüber auf dem Handtuch draußen auf dem Balkon gelassen, damit die ganzen kleinen Käferchen und sowas abhauen. Und dann schüttelt man das vorsichtig ab. So entfernt man dann quasi alle Ungeziefer. Wichtig ist nicht waschen, weil wir natürlich auch den ganzen Blütenstaub behalten wollen. Dann benötigen wir 2 Messerspitzen Einmachhilfe. Außerdem 4 Beutel Zitronensäure. Hier benutze ich am besten immer Dr. Oetker. Und im Kochtopf erwärmen wir jetzt hier schon 750 Milliliter Wasser mit 1 Kilogramm Zucker. Und das Ganze wird dann quasi für 2 Minuten sprudeln aufgekocht. So, jetzt für 2 Minuten kochen lassen. So, ihr Lieben, 2 Minuten sind um. Jetzt nehmen wir das von der Herdplatte runter. Ganz vorsichtig. Und rühren jetzt die 4 Päckchen Zitronensäure ein und 2 Messerspitzen von der Einmachhilfe. Und dann in das saubere Schraubglas einfüllen. Am besten mit so einem kleinen Trichter. So, und jetzt wird das Ganze hier einfach in dem heißen Zustand in das saubere Schraubglas eingefüllt. Und dann kommt der Deckel drauf. Und dann muss das Ganze für mindestens einen Tag in den Kühlschrank. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, heute an Tag 2 zeige ich euch schon mal, was ich vorbereitet habe. Einmal einen großen Topf mit kalkfreiem Wasser. Das ist gefiltertes Wasser. Da habe ich jetzt ungefähr, das wird wahrscheinlich reichen, 2 Gläschen. Aber ich habe mir gedacht, zur Sicherheit ist immer besser. Man nimmt ein Gefäß nochmal zur Sicherheit mit, was man schon mal schön sterilisiert. Das lassen wir jetzt schön aufkochen im Hintergrund, auch mit den Deckeln. Und hier habe ich schon mal einen Topf, ein Sieb und ein Zebertuch vorbereitet, denn da sieben wir jetzt gleich unser Konzentrat. Und hier haben wir das Holunderblütenkonzentrat und das gieße ich jetzt einfach vorsichtig hier rein. Immer so ein bisschen, das braucht nämlich ein bisschen Zeit, bis das durchsickert. Und dann lasse ich das Ganze für mindestens 5 Minuten richtig schön sprudeln kochen. Also ich drücke quasi hier so richtig alles aus mit dem Löffel einfach, damit hier wirklich auch der ganze Saft auch von hier zwischen diesen ganzen schönen Blüten einfach, dass wir nichts verlieren vor dem kostbaren Sud hier. Und das wird dann nochmal aufgekocht, damit einfach nochmal alles richtig keimfrei wird. Und ihr seht, im Hintergrund habe ich mir schon mal ein Küchentuch vorbereitet, damit ich dann die Gläser direkt vorsichtig draufstellen kann. Und wieder ganz wichtig, dass
die Gläser holen wir erst raus, wenn das hier wirklich auf 5 Minuten gekocht hat, damit alles heiß und heiß direkt umgeschüttet wird. Jetzt hat es lang genug gekocht, jetzt füllen wir das hier vorsichtig hinten in die Gläschen ein. Am besten mit so einem kleinen Trichter. Dann wird das zugeschraubt. Aufpassen, das ist sehr heiß. Und dann lässt man das nochmal so für ungefähr 5 Minuten einfach so stehen, umgekippt, damit auch der Deckel richtig schön heiß wird, damit da keine Keime sich bilden. So, Lieben, und so einfach habt ihr den Holunderblütensirup gemacht. Ihr seht, bei mir sind 3 Gläschen rausgekommen und den Rest habe ich einfach hier schon mal als Holunderblütenschorle einfach mit Eiswürfelchen und Wasser aufgegossen und ein paar Minzblättern. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ich schreibe es euch natürlich wie immer in voller Länge einfach unten in die Infobox rein. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss!